Kommt es zum Mega-Deal und ist das irgendwie eine Wiederholung von Ereignissen, die wir schon mal gesehen hatten? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute in der neuen Woche. Dieser Mega-Deal ist, das haben Sie wahrscheinlich schon gehört, der geplante Kauf durch AT&T von Time Warner. Und wenn wir uns mal zurückerinnern ins Jahr 2000, Anfang 2000, da war es so, dass damals AOL auch Time Warner kaufte für damals 182 Milliarden Dollar, also eine völlig absurde Summe. Jetzt ist es ein bisschen weniger, jetzt sind es gut 85 Milliarden Dollar, die Hälfte in Cash, die Hälfte in Aktien. Es wäre gleichwohl eine Mega-Fusion, eine Mega-Übernahme, wenn man sieht, dass Time Warner an Marktkapitalisierung, deren Aktien 68 Milliarden hatte, jetzt also soll die Übernahme für 85 folgen, also etwa ein Aufschlag von knappe 20%, das ist natürlich schon eine Menge Holz. Und die Frage ist aber auch, kommt dieser Deal überhaupt durch? Denn Trump hat gesagt, wenn ich Präsident werde, wird er nicht durchkommen. Auch Clinton hat sich geäußert und gesagt, ja, das muss man sich genau anschauen. Die Senatskommission in den USA hat gesagt, das müssen wir uns genau anschauen. Das wird also hier noch eine offene Frage sein. Grundsätzlich sind solche Deals, sind solche Mega-Deals natürlich gut für die Märkte, denn es zeigt, dass hier was geht. Da verdienen eine ganze Menge Leute gutes Geld bei solchen Fusionen, vor allem Investmentbanken, die diese Deals dann mit einfädeln und abwickeln. Das wäre also letztendlich ein gutes Zeichen für die Börse, auch wenn natürlich die Preise ein bisschen sehr hoch sind, wenn solche Deals wirklich funktionieren würden. Schauen wir mal. Wir wollen erst uns mal die asiatischen Vorgaben anschauen und gucken, was ist da passiert. Wir haben den Nikkei leicht im Plus 0,18, Freude in Shanghai mit 1,29%, weniger dagegen in Hongkong mit 0,31% und Australien ist schlecht gelaunt mit 0,57%. Wir haben gute Zahlen beim Einkaufsmanager-Index Produktion, beim Nikkei, beste Zahlen seit langer, langer Zeit. Der Einkaufsmanager-Index wieder über der 51er-Marke, also Expansion. Ansonsten Exporte nicht ganz so miserabel, wie geglaubt. Auch die Importe zwar minus 16%, aber ein Ticken weniger schlechter als erwartet zum Vorjahr. Naja, Schwamm drüber. Es gibt die kleine Hoffnungszeichen für Japan. Schauen wir uns mal die heutigen Termine an und dann sehen wir hier Einkaufsmanager-Indizes, also verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen aus Deutschland, 9.30 Uhr, das gleiche um 10 Uhr dann aus der Eurozone und dann der Market PMI, also Einkaufsmanager-Index von Market Produktion um 15.45 Uhr. Alles nicht so die allererste Reihe, nicht so die ganz wichtigen Daten, deswegen gleich mal rein in die Charts, nachdem wir uns am Freitag ja einen Handel angetan haben, der in der Summe dann wieder unverändert gewesen ist. Jetzt sind wir bei 18.164 auf CFD-Basis beim Dow Jones. Wir sehen so richtig, kommen die US-Indizes nicht aus dem Quark. Da ist also irgendwo dieses Aufwärtsmomentum, was der DAX zum Beispiel zeigt, überhaupt nicht erkennbar. Im Gegenteil, man muss versuchen, hier dieses Abtauchen, dieses Abgleiten nach unten zu vermeiden. Und wenn wir uns den DAX anschauen, dann sehen wir, da sieht dieser Chart jetzt in etwas längeren Betrachtung doch ziemlich anders aus. Wir sind bei 10.715 auf XDAX-Basis rausgegangen, dürften einige Pünktchen höher wohl reinkommen. 10.735, 10.740 nach aktueller Indikation, 10.785, da haben wir hier einen Doppeltop und da haben wir noch diese 10.813er Marke. Das sind die nächsten Widerstände für den DAX. Das wird jetzt die Frage sein, kriegen wir hier die Kurve wieder nach oben? Und das wird maßgeblich davon abhängen, wie heute die Märkte diesen geplanten Deal einschätzen. Ist das gut? Ist das zu teuer? Wie wird, ist die Realisierungschance etc.? Das wird wohl eine der zentralen Fragen sein heute in Abwesenheit von wichtigen Konjunkturdaten. Schauen wir uns mal, und das ist jetzt das fortgesetzte Thema, den Euro-Dollar an. Wir sehen nach wie vor Dollarstärke auf breitester Front. Die Märkte sagen, okay, im Dezember, da wird es wohl passieren mit der Zinsanhebung und schicken den Dollar höher. Wir sehen Dollar-Yen bei 103,93, das britische Pfund wieder bei 1,22. Wir sehen Dollar-Yuan jetzt über der 6,78er Marke, also erneute Schwäche, auch wenn wir hier schon etwas höher waren, erneute Schwäche. Bei der chinesischen Währung People's Bank of China hat er erneut das Fixing gesenkt. Wir sehen Schwäche beim Öl, nachdem wir uns am Freitag erholt hatten. Trotz gestiegener Rig Counts, also aktiver Börlicher, 11 sind dazugekommen. Der Irak soll wohl ausgenommen werden aus diesem ganzen Oil Freeze. Nigeria senkt ohnehin schon die Preise. Also wenn dann noch zwei, drei mitmachen, dann wäre das wahrscheinlich schon ein Riesenerfolg. Insofern
ist das wohl alles ziemliches Geklingel, nicht wirklich so ernst zu nehmen, und die Märkte scheinen das so langsam zu begreifen. Wir sehen Gold bei 1264 und Silber bei 17,56 $, aber wir kommen ja doch von ganz anderen Ständen noch kürzlich, also da ist keine wirkliche Erholung erkennbar. Der DAX dagegen zeigt sich erholt und es scheint für ihn kein Morgen zu geben. Er will heute alles haben, was irgendwie möglich ist. Ob da ein bisschen übermäßiges Selbstbewusstsein am Start ist, das wird sich zeigen. Jedenfalls bleibe ich zu Ihrer völligen Überraschung sicherlich bei der These, dass der DAX sich langfristig nicht wird abkoppeln können, auch mittelfristig sich nicht wird abkoppeln können von den US-Indizes. Also entweder müssen die Jungs aus Amerika mit rauf oder der DAX muss irgendwann der Schwerkraft Tribut zollen. Und jetzt erstmal einen schönen Start in den Tag für Sie. Alles Gute, wir sehen uns heute hoffentlich zum Marktgeflüster. Bis dann, ciao.